Im nächsten Schritt geht es nun darum, die soeben aus QGIS ausgegebenen Vektordaten in ein Format zu konvertieren, das für Cinema 4D lesbar ist. Hierzu ist zu wissen, dass wir einen externen Konverter nutzen werden. Das ist in dem Fall cloudconvert.com ist die URL, und zwar die soeben ausgegebene PDF-Datei als Grundlage nutzen, um daraus ein DXF-File zu erstellen. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt aus QGIS Daten als DXF auszugeben. Schwierigkeit ist, dass diese Daten allerdings in Cinema 4D nicht gelesen werden können, beziehungsweise die darin enthaltenen Pfadinformationen nicht interpretiert werden können. Insofern also in unserem Fall der Rückgriff auf diesen externen Konverter. Und wie wir das machen, das schauen wir uns jetzt an. Ich wechsle in den Browser. So sieht die Oberfläche von Cloud Convert aus. Ich habe jetzt hier den PDF zu DXF-Konverter ausgewählt. Also es sind hier mehrere Möglichkeiten, Dateien in verschiedene Formate zu konvertieren, aus verschiedenen Formaten. Das kann man hier im oberen Bereich einstellen. Wie gesagt, PDF zu DXF ist hier das gewählte Format. Und jetzt klicke ich also auf Select File, wähle meine soeben ausgegebene PDF-Datei aus, nämlich den Tulpexport und bestätige einmal mit Convert. Prozessiert worden und jetzt kann ich diese Datei herunterladen. Hier ist sie also